Der Black Ronin. Katana. Ja, viele haben mich schon gefragt, was dieses Teil kann und wofür das da ist und sowieso und überhaupt. Und wenn du das wissen willst, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Shop hier Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. So, da ist es nun, dieses, ich nenne das jetzt mal Katana, wobei ich bin mir sicher, dass das eigentlich auch nicht so hundertprozentig ist, aber es ist egal. Schau mal her, das kommt in einer Scheide, ja, die sitzt auch gut, das ist alles okay, da ist dann so ein Band dabei, dass man es vom Rücken ziehen kann. Okay, gut, da bin ich nicht der Experte drin anscheinend. Aber wenn du das übst, dann wirst du das sicher können. Dann kann man das rausziehen und dann hat man dieses Schwert. So, schauen wir es uns mal an. Hier ist das, das Griffmaterial. Es ist ein Paracord ähnlich, aber nicht so glatt, sondern ein bisschen griffiger. Und es sind auch sicher keine Seelen drinnen. Schau da an. Ist okay, ist in Ordnung. Dann da gibt es so eine Fehlschärfe, dann kann den Daumen reingeben. Ich weiß nicht, wofür das gut ist. Weil eins sage ich gleich dazu, weil manche meinen, ist das ein Bushcraft-Messer? Wirklich, das ist nur allein die Frage. Nein, ist kein Bushcraft-Messer. Und wenn du irgendwas ummähen willst oder umhacken willst, dann nimm auch etwas anderes. Ich komme dann noch dazu. Also ich weiß nicht, wozu die das gemacht haben, aber vielleicht gibt es irgendeinen Grund. Sei es drum. Dann hier einen elendslangen Anschliff, eine ich würde sagen, unangenehme Spitze. Und ja, jetzt wollen wir mal ein bisschen was ausprobieren. So, jetzt werden wir schauen. Ich meine, dass ich da irgendwie durchkomme, das ist eh ganz klar. Aber jetzt möchte ich mal da durchschlagen. Wobei, es ist kein Schlagteil, aber das möchte ich ja dazu sagen. Durchstechen ist eigentlich kein Problem, aber ja mal durchschlagen, wie scharf es ist und was es kann. Okay, auf die Plätze. Du Platschi, Rabumsti, jetzt bin ich richtig nass geworden. Also ein Schlag und durch war's. Jetzt bin ich nass, brauche gar nicht duschen gehen heute. So, also diesen Test hat es einmal bestanden. So, dann will ich versuchen, es auch so zu durchtrennen. Na, das ist nicht gegangen, aber ich habe es zerquetscht. Gut, dann will ich versuchen, es so zu durchtrennen. Auch nicht, aber ich habe es zerquetscht. Super, wunderbar. Jetzt will ich versuchen, es so zu durchtrennen. Na, das hält schon gar nicht mehr. Nein, also das geht so nicht. Aha, dann schauen wir. Da ist der andere Teil. Jetzt versuchen wir den noch irgendwie zu verwerten, denn wäre ja Verschwendung, wenn wir da nicht irgendwas draus machen. So, okay. Steht das so schön da? Puh. Ja, das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Haha. Schau mal her. Schau dir das an. Den Stöpsel, also den Verschluss, auch gleich mitgeschnitten. Also der ist wirklich schön abgehackt, das gefällt mir. Okay, weil ich mir so irgendwie eigentlich unsicher war, dass der Schlagtest cool ist, aber er war cool. Glaube ich jetzt irgendwie nicht, dass der Stechtest funktioniert. Wir werden sehen. So, ich möchte da jetzt durchstechen. Ich möchte, haha. So, also wieder eine schöne BD-Flasche. Boah. Auch das hat super funktioniert. Es dreht natürlich das Wasser aus. Ich möchte noch mal schlagen, das war so schön. Und. Also, schau dir das an. Schön durch. Und jetzt noch einmal. Noch einmal den dazugehörigen Oberschlagtest. Okay. Ninja! Okay, das kann. Okay, na, das hat jetzt nicht funktioniert. Dann schauen wir mal, ob man schneiden kann. Ob man das hier, was man da auch wie. Diese Ausnehmung, ob die Sinn macht. Also, naja, also geschliffen ist es nicht allzu toll. Aber ja, es war irgendwie lustig. Und zwar, ich hatte ja mal einen Gladius und da ist die Spitze kaputt geworden beim Reinstecken. Das passiert hier nicht. Also das Ding ist deutlich stabiler. Ja, wirklich deutlich stabiler. Aber reißt auch nichts, aber das ändert nichts daran, dass es kein Waldmesser oder sonst irgendwas ist. Ja? Das hat alles überhaupt keinen Sinn. Also, wenn dir das Video gefallen hat, lass mal Daumen nach oben da. Link in meinen Shop zu den Produkten und auf Amazon gebe ich dir natürlich auch. Schreib mal einen Kommentar, was du von dem Ding hältst. Würde mich freuen. Ein Abo, dann geht's zu mir in den Shop. Ein anderes Video. Bis bald und ciao.